September ist Radha Danis Erscheinungstag. Radha Krishna Gunaro. Und we worship Radha and Krishna and Krishna's Janmashtami, we just celebrated. Now it's Radha Rani's Thursday Day on the 11th of September. Mittwoch, ne? Mittwoch. Mittwoch ist es dann. Radhaashtami. Ha? Radhaashtami. Ja. Und wir feiern das aber an dem Wochenende da drauf. Also das ist der 15. Ne? Und am 15. machen wir hier eine Badezeremonie für Radharani. Radha Krishna, für diejenigen, die ganz neu sind. Krishna ist Gott und Radharani ist seine weibliche Energie. Und beide zusammen bilden eine Einheit. Und wir verehren dieser Hare Krishna Mantra ist Radha Krishna, Radha Krishna. Wir verehren Radha und Krishna und besonders Radharani, weil sie sehr barmherzig ist. Und an dem Tag kommt auch Sishtakrit. Sishtakrit ist ein bekannter, eigentlich der beste Sänger, würde ich mal jetzt privat persönlich sagen, der das Herz berührt und die Wände zum Schmelzen bringt, wenn er singt. So eine Aussage von einem Devotee, die Wände haben geschmolzen, getropft. So viel Leder. So, er kommt nächsten Sonntag und gibt die Vorlesung und da kommt eine Geigerin und ein Gitarrist, Virtuose, und das gibt ein ekstatisches Sonntagsfest. So, jeder sollte auf seine Karte schreiben, zu kommen und nicht irgendwelche anderen Sachen denken, um es wichtiger zu sein. Doch. Was? Doch. Also jetzt kommenden Sonntag, ne? Was ist denn doch? Urlaub machen. Irgendwas Wichtiges. Ist immer in der Welt, ist immer irgendwas Wichtiges. So, zumindest feiern wir nächsten Sonntag Radhaashtami. Und die Woche da drauf, the next week, gibt das Bhadra Purnima, das ist der Vollmondtag. The full moon day of the month of Bhadra is the day where we is very auspicious to give a Srimad Bhagavatam set as a donation to someone. We have this golden throne, it should be on the golden throne, and then we should give it to someone on this day of Bhadra Purnima. And someone who wants to have Srimad Bhagavatam set as a donation, he can have Russian, Paduski, Angliski, and Nemetski. Russisch, Deutsch und Englisch. Und jemand, der das spenden möchte, kostet 250 Euro. Wie gestern waren es noch 200. Ja, das ist teurer geworden. Oh. Alles wird teurer. Immer so. Nee, Entschuldigung, das war nur so ein Versprechen. Bautzmann. Ich habe gesagt, ungefähr. Aber wir haben nochmal nachgefragt, 250 Euro. Du kannst auch dir eins schenken lassen und du schenkst gleichzeitig jemand anders ein Bhagavatam-Set. Und ich habe eine Liste, es sind ungefähr jetzt 7 oder 8 Bhagavatam-Sets, die wir jetzt verschenken oder geschenkt haben wollen. So, man möge sich nicht denken, ist mir peinlich, wenn mir jemand etwas schenkt. Also jemand, der noch eins geschenkt haben möchte, es ist ein ganzes Set. Juan holt jetzt das ganze Set und stellt das da drauf. Es ist nicht nur ein Buch, sondern es sind 12 Kantos, 12 Bücher ungefähr. Möge sich bei mir melden und dann schreibe ich in die Liste, wer es schenken möchte und geschenkt haben möchte. Okay. Okay. Dann dieses Srimad Bhagavatam Set ist praktisch die ganze Wissenschaft in einer Enzyklopädie des Bhakti Yoga, alles ist da drin. Bhagavad Gita brauchen wir natürlich auch noch und das Srimad Bhagavatam. Harigol? Kannst du das da einfach draufschreiben? Nur ein Teil das mal. Nur ein Teil? Ja, damit wir das in die Gänge. Dass man das sieht. Weil einige dachten, some people think it's only one book.
So eine besondere Sache noch. Ja, wenn wir die Devotis sind von Krishna, gibt es nach einer gewissen Zeit eine Einweihung. We get some initiation. So those who want to become ISKCON devotee or have a guru in ISKCON, they will get some initiation. And the initiation is that you chant 16 rounds on this Japamala beads every day to the rest of your life. You don't eat fish and meat and eggs and all these kinds of things, which are in the mode of ignorance and passion. And then you don't drink, you don't smoke cigarettes and hashish and cocaine and all these things, no drugs. No illicit sex and no gambling, no lotto, toto, speculation, and others. No, we don't do these things. And then you get initiation, you get a spiritual name, if you want, after some time. And then the next thing is that you get second initiation. Then you become Brahmana. Brahman initiation is you have to have the qualification of a Brahmana. You have to be peaceful, you have to be tolerant, you have to be knowledgeable in the scriptures, you have to be clean and all these good qualities you have to develop, or you have to have it, more or less. And then you become Brahmana, and then you are really connected with the guru and the spiritual master, and then you are authorized speaker and the authorized person in the spiritual consciousness movement. So, there's one person who has got this second initiation. This is Gaurangi Radhika Devi, also accused. Haribo! And we wait for everyone else, because when we go on the altar, we need to have second initiation. We cannot go on the altar without second initiation. Now we have a special tolerance, special situation, but usually we have to get second initiation. This is the rule all over Germany and ISKCON worldwide. So heute Morgen Seva, heute Morgen